Ey, das ist aus Zack McCracken geklaut. Das Exemplar erinnert mich an ein überdimensionales Perlboot. Aber keine Zeit, wir Wissenschaftsfaxen. Herr Rester, kann nur hier liegen lassen. Faxen, Unrat, junger Mann, verbill mir auf das entscheidendste dieses Behausen hinaus, du. Ganz zweifellos, nur so blisken. Aber kümmern Sie um Triumph oder geben Sie Warnung. Ich würde sagen, Sie stehen einfach mal in der Gegend. Epische Musik. Oho, eine Kultstatue einer alten marsianischen Gottheit. Eine Erklärung? Jawohl. Zwei Funde meiner Expedition besagen, existiert eins der Glaube an ein göttliches Zwillingspaar. Ihm verdanken die Marsianer den Zugang zu Mysterien der Gaukelwelt. Zappalot, wir sollten uns in die Mauer noch ein gerütteltes Maß an Heimtück anstellen. Brrr, mir ist kalt. Ich habe meinen Pulli daheim liegen gelassen. Sind gewarnt, hier brennt das Scheu-Symbol der Mars ein. Nehmen wir mit? Ach man, nichts kann man hier mitnehmen. Nehmen die Pyramide mit. Wir nehmen den Eingang mit, dann kommen sie nicht mehr raus. Sand, Sand, Sand. So sind ja die alten Tage hin. Wie ich hier so umsehe. Eindringlinge. Die würden doch wunderbar in Matrix passen, mit ihren gigantischen Augen. Was macht Kobold? Achso, okay. Flammenlinie war es, ne? Und wie wir aus Matrix gelernt haben, gewinnen normalerweise immer die mit den größten Sonnenbrillen. Also müssten wir theoretisch verlieren. Warum sollte man sonst nachts in einem unterirdischen Parkhaus eine Sonnenbrille tragen? Natürlich nur, weil man dadurch unbesiegbar wird. Ist das schon mal aufgefallen, dass diese Kämpfe immer gleich verlaufen? Ich bin geschockt. Und drauf. Auf immer. Na also, war doch kinderleicht. So, jetzt ist Platz. Da wollte ich zwar gar nicht speichern, aber egal. Eine alte Kundeninschrift. Na, das haben wir gleich. Na bitte, das ist ein Verslein. Ein Verslein. Oh, wie heiter. Bitte lesen Sie vor, liebe Freund. Sand der Öde wohl verwahrt, liegt Stein auf Stein ganz roh. Der Kundige wird nicht genaht, der war im Wanderer rings tot. Bleib ich doch hier bei Trosten Hülshoff. Warum? So schönes. Also mir gefällt es. Eine Wand. Füße auf sieben Stellen. Nein, der Wanderermaurer kein Loch in die Tür gelassen. Besteht die Prüfung. Prüfungen. Ich vergesse immer alles, was ich gelernt habe, wenn die Prüfung anfängt. Oh, wie kreativ. Fähigkeit! Nein, kann ich nicht mitnehmen. Okay, weiter geht's. Ihr habt ja erste Etage bezwungen. Zur zweiten habt ihr euch durchgerungen. Ja. Seht ihr also hoch? Erkenne glatt, das Erdgeschoss unter uns! Ja, ja, ja. Nun gehen wir alle ganz schön voran weg. Warum? Ich spring gerne tief und sterb. Das mache ich vor allem in so. In Gothic habe ich das gerne gemacht. In tiefe springen. Hammerfreundlich. Was erzählst du da? Freundlich? Ach, das musst du doch an der Wand. Sieht doch gleich beinahe wie ein Grinsgesicht aus. Nancy, wir wollen uns abwechseln wollen. Was Angenehmes? Nein. Ah. So, Moment, jetzt muss ich kurz schauen. 5-5, ah, hat schon gepasst. Ich hilf's jetzt nochmal. Okay, da muss ich. Ich glaube, so. Und dann hier. Ich bin mir nicht so ganz hundertprozentig sicher.
Jetzt oben rum oder so. So, da haben wir schon die erste Hälfte. Und jetzt noch die zweite Hälfte. Was genau genommen habe ich schon mehr als die Hälfte. Und ich habe einen Fehler gemacht in der Mitte. Verdammt, ich habe einen Fehler gemacht. Und was sagt mir denn das keiner von euch? Was ist doch hier? Und hier. Und dann so und... Ja, das ist jetzt nicht so übermäßig kompliziert. Haha, sehe ich nur. Wir haben das Muster der Wandplatte auf die Bodenfelder getragen. Aha! Ach, darum ging's! Natürlich, hast du denn gedacht? Dein Genehmdienst! Das heißt auf jeden Fall gelöst. Auf zur nächsten Herausforderung. Oho, so Art Pyramiden. Pyramidale. Oh, ich denke, sie solche Wörter aus. Aber lass mich geh weiter! Ja, ja, zweite Charge bezwungen. Oh, will nicht zu ihm gelangen. Ob wir das werden? Zu ihm eigentlich! Hätte ich mich heilen sollen? Wäre vielleicht nicht das Verkehrste gewesen, sag ich mal. Ich hau erstmal Flammenlinie raus. Und schwimme mal ordentlich die Fäuste. Okay, wir müssen... mittlere Heilung. Jetzt die mentale Konzentration. Und trinkt ein Bier. Ja, es ist so... Oh, nein. Es ist so spannend. Ach. Gibt ja eine Medizin. Oh, leck mich. Ist er geblendet? Nein, jetzt ist es einer tot. Ah, du greifst an. Ich hab das hier irgendwo. Nein, ich hab nichts gegen. Und es. Nein, nein, das ist heißen. Und. Ach. Es war so klar. Es passiert immer in solchen Spielen. Kaum halt mein von Blindheit, dann wird er gleich wieder geblendet. Uiuiui. Da soll ich auch mal eine mittlere Heilung reindrücken. Ach komm schon, stirb. Na gut. Sind wir aber nicht so, ne? Komm schon. Nein, stirb nicht vorher. Aber jetzt. Na eben. Kinderspiel. Blindheit gelernt. Ja. Jetzt kann ich mich selbst blenden. Das Kleben dort unten wird wohl vom Erdgeschoss her. Das Ganze zum Gewinnen wie an Höhe. Oh, ich habe in der zweiten Etage gar nicht danach hier geschaut. Sehr jetzt hoch! Oh nein, Moment. Zweite Etage war ja über der ersten, ja. Steht die Prüfung. Kannst du nicht mal was Neues einfallen lassen? Erhält das Dunkle, doch hier verbirgt es. Gibt festen Halt, doch hier ist Luft. Denk nach, geschwind, zuweilen wirkt es und dreht in die nächste Gruft. Oh Mann. Was willst? Wenn du schon was Pudding? Mich resonier, sondern voran, ein Geheimnis lockt. Nein, das kann ich nicht machen. Weiterhin nichts. Strahl! Laserstrahl! Halt! Sagen jetzt hier einer vor! Wollen wir sehen, den Knopf drücken! Pfff! Alle beiden jetzt Ruhe, sofort! Kann ich jetzt in die Tür? Tür war nur eine Trappe! Pernd! Du bist jetzt durchgehend da! Bin ja mein ganzes System durcheinander! Ach, schön.
Wie viele Etagen sind das noch? Noch zwei. Aha, wer bedankt? Ganz weit verbeugen! Dann kann er auch noch mehr von uns sehen! Ah, das ist gemein. Ja, bestimmt die Prüfung. Abgeschlossen. Eine menschliche Form. Hier, zum Mars. Das will ich nicht verstehen. Ich glaube, ich muss mit dem Schlüssel das Schloss aufschließen. Und da ich da wohl jedes Mal Energie verliere, naja. Nutzen wir einfach das gute alte Speichersystem. Ach, ich liebe Speichern. Ach ja. Gibt es da überhaupt einen Anhaltspunkt, was das Richtige ist? Oder ist es einfach nur so gedacht zum Rätselraten? Es ist scheinbar nur zum Rätselraten. Also ich sehe da jetzt irgendwie keinen Hinweis. Oh. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind. Meine Faust! Da hinter einer Art Hebel zu erkennen! Ach, ich greife mal rein. Ich darf sich acht geben. Und? Muss mich ein wenig stecken! Aha! Hier ist Spitzenkontakt hergestellt! Das war alles. Keine Abstöße sollen, keine Sandlawinen, keine Krabbelkäferattacken aus Geheim. Schnell, Professor, bringst du hier bloß jemand auf dumme Idee? Ich hab recht, Nächste. Geh in die letzte Etage. Ich hab die vierte Etage gezwungen. Ich bin gut. Ich bin unbesiegbar. Eure Prüfung, ist hier zu warten? Ich bin eure Prüfung. Also, machen Sie diesen Träger selber mit seinem Kumpan? Also? Ich fürchte, ich habe auch nicht die blassen Ahnung, die ich das fertig gebracht habe. Allei! Nebenher, komm, Handarbeit! Handarbeit. Kapiert? Ja, ich bin natürlich super drauf vorbereitet. Dann schauen wir doch mal. 1000 und 1000 AP, Element Wasser, belächelt Schuss war leider zurecht. Resistenz von Dünger K.O. Feuer und Donner, Schläge. Das ist wie eine Frau, verträgt einfach keine Schläge. Ja, es war klar, dass der jetzt sofort wieder auf war. Ich geb Wanderheilung. Also, Wander schnell! Kein Unmöglich! Sein Kopf anvisieren! Ja. Oh, kritische Treffer. Ich glaube, so wird es nix. Ich glaube, das wird so nichts. Nein, das kann ich wohl. Ach ja. Ja. Kämpfischen Affenabkömmlinge. An die Wow, bewegen wir euren Geist, Mist. Mit einer Waage messe ich ihn für gewöhnlich. Ja, das ist klar. Toll. Toll. Ach, die können diese unangenehme Sturzflut. Die kenne ich noch. Die hat mich oft getötet. Mal eine Gruppenheilung kommen. Schon ein bisschen effizienter. Aber ich fürchte, was, das wird nicht reichen. Ach, leck mich.
echt nicht lustig. Das ist gar nicht lustig. Ich glaube, ich könnte auch mal Tränke benutzen, aber die will ich mir später noch aufheben. Warum? Das wäre ja noch sehen. Das wird auf jeden Fall noch lustig. Ach. Ja, sind alle geblendet. Meint das ein bisschen viel. Ich will noch aufheben, ich will damit später noch was machen. Davon brauche ich später noch sehr, sehr viele. Also ich brauche sie nicht, weil das ist vom Spiel gar nicht so vorgesehen, glaube ich. Zumindest war es toll. Toll! Ganz toll. Naja, wenigstens heißen nicht mehr geblendet. Kann es sein todbringenden Schraubstock. Wieso Schraubstock? Warum denn nicht? Ja, ich glaube, da muss ich mich vorher noch mal heilen, du. Doch, ja. Ich werde noch ein wenig Heilung benötigen. Oh, ich treffe trotzdem. Bin ich gut, oder was? Ihr könnt nicht widerstehen. Ihr dürft nicht widerstehen. Naja. Der muss auch schon ziemlich am Ende sein, wenn er das sagt. Ja. Einschätzen geht auch nicht mehr. Na, oh, jetzt hat er nochmal Sturzflut, war ja klar. Du hast verloren. Ich könnte natürlich Heiltränke benutzen. Halt, nein, nein. Aber ich bin einer von diesen Leuten, die ihre Heiltränke immer für später aufheben. Weil sie der Meinung sind. Wisst ihr's? Hä? Nicht das vergessen. Hätte ich nochmal danach gespeichert? Ach, nicht. Verwirrung macht sich bereit. Egal, weitersehen. Ich greife auch immer gerne in Löcher. Ich hebe das Niveau gerade richtig nach oben. Aber so richtig. So, jetzt gehen wir wieder. Ich hab genug, hab keine Lust mehr. Ich geh nach Hause. Komm, ey. Soll ich jemand anderes einen Scheiß machen? Ich geh heim. Keine Lust. Pfff. Könnt mich mal. Ich geh jetzt. Tschüss. Ich hol jetzt mein Fahrrad aus dem Rest und. So, damit fliege ich jetzt heim. Mit dem Rohrer. Oder auch nicht. Okay, wir benötigen einmal richtig derbe Heilung. Ja, machst du fette derbe Bratwurst. Oder so ähnlich. Ach, 50 Taler. Nee. Schmeckt nicht. Das ist so teuer alles. Nee, ich möchte nicht schlafen. Ich habe einfach nur so dafür bezahlt. Was passiert aber, wenn ich ohne Schlaf wieder rausgehe? Muss ich dann nochmal 50 zahlen? Woher kenne ich die Musik jetzt? Ich kenne die aus irgendeinem Spiel, oder? Terranigma, Mann. Gute Frage. Seeker of Evermore? Nein. Keine Ahnung. Vielleicht will ich es mir einfach noch ein. Toll, ich kann Geld umsonst ausgeben. Wie im echten Leben. Blablabla, lass mich mal rein. Ich will mal kurz was prüfen. Runter.
über durch die Tür. Ist unglaublich spannend, ne? Oh. Schon wieder. Ich will es auch wieder ausschalten. Ach, das ist doch Diskriminierung. Wisst ihr, was das an Strom kostet? Das ist die Umwelt zerstört. Das ist energiesparend. Warum ist der Hebel überhaupt noch immer noch oben bei dem Dingsbum? Warum kann ich nicht einfach über den Ladentheke springen und da hinten alles mitnehmen? Ja, warum redet denn die Registrierkasse nicht mit mir? Mag sie mich nicht? Ah, das ist so teuer. Der Panzer, leichteres doch. Kürze aus dünn gewalztem Stahl, das alles jetzt so teuer wäre. Ach, weißt du was? Vergiss es. Obwohl, warte mal. 23, das ist fast eine Verdopplung. Aber man findet später ja auch noch Waffen. Kennt man ja, da liegen ja überall Waffen rum. Die Waffen liegen praktisch auf der Straße. Ist wie im Geld. Das einzige Problem ist, dass man sich immer noch bücken muss. Ey, das ist so scheiße. Man muss sich bücken, um das ganze Gold und Geld und Diamanten und Juwelen und so aufzuheben. Also da kriegt man schon wegen Frust mit der Zeit, ne? Ich bin unbesiegbar. Lächerlich. Der ist so leicht grünlich, der schimmelt schon. Vor Angst. Und wir schätzen ihn natürlich ein. Und machen mal einen Quetschsprung. Mit ihr machen wir mal Deckung. Und natürlich dann die Flamme. Jawohl, es käme ich voll aus. Schusswaffen, Feuer, Donnerschläge. Also im Prinzip wie eine Frau. Hahaha, er ist geschockt. Das wird ja meine Lehre sein. So. Jetzt wird es ein Kinderspiel. Oh, ist nicht nochmal geschockt, schade. Schlagen wir noch einen in die Fresse. Das ist wirklich wie eine Frau. Ja, ich weiß, ich bin sexistisch und so. Heult doch. Mann, ins Gesicht springen, das ist die Idee. Man darf sofort auch immer, wenn ich immer dich mag. Na, Geist messen. Ich habe meine Geist-Messwaage dabei. Messwaage, ja. Gut, dann macht die Deckung. Oh, nein! Ach, ich ignoriert Blende. Ja. Bla 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 bla. Kannst mich mal. Macht jetzt unmöglich, unmöglich. Ich rede wie ein alter Mann. Ich bin gerade um 30 Jahre gealtert. Oh. Oh, ich hätte vielleicht mal... Oh, ist er tot? Oh, wie schön für ihn. Das Wesen verfügt über eine enorme Stärke. Also sein einzig und allein mit seinem Geistesmacht bekämpft. Ich kann von Glück sagen, dass wir in der Überzahl waren. Dieses Mal. Symbol des Lichts. Die Martianer gehören zur Spezies der Vernunftgläubigen. Was ist gleich? Was im Pakt nicht zu trauen ist? Hier geht's tief hinab. Weigere mich, da wieder runterzuspielen! Habe gerade Stiefelblank gewohnt! Der Doppelmond ist ein altes, okkultes Symbol der Martianer mit etlichen Deutungsebenen. Ganz aber! Mach mal einen waschechten Bildungsbürger aus ihm, lieber Freund. Das Doppelmondzeichen verweist auf den Mars, der ebenfalls über zwei Begleiter verfügt. Zugleich steht die Mode aber auch für das Alte, für die Vergangenheit und ihr Mythenzauber. Legende nach verliehen Zwillingsgottheiten den Tentakeln die Gabe des Gaukelns. Das Zeichen hier ist somit ein Wahrzeichen der Macht der Masern und zugleich als der Ohnmacht ihrer Sklaven. Könnte man speichern? Ach, wozu denn? Passt Blitz! Ein Stein!
Harry Potter und ein Stein. Leer. Ja. Fühl massiven Stein. Ich glaube, ich fühle massiven Stein. Sag mal, du. Das ist ein Gefühl. Der fällt! Er fällt! Er fällt! Angekommen! Irgendwas haben wir bestimmt gerade kaputt gekriegt. Strahl! Eiserstrahl! Und nun! Waffe mit Doppel! Attacke! Alt, dunkel, muffig! Nächste wird doch jetzt hoffentlich nicht vom Putzhimmel gepackt! Ein wenig Fantasie, das Mühe und viel Farbe können wir etwas drauf machen. Wie mein? Ein paar Tupfer Pastell und eine Wand mit frischem Rosa. Nur gütiger, eine schon wieder mobilen Existenz. Lass uns weiter, wir sind von enormem Kampf gegen die Masern zum Äußersten gelangt. Ah, weibliche Inneneinrichtung. Also muss man zugeben, dass der Mars vom wohnlichen Standpunkt aus besehen tiefste Provinz ist. Scheint sie nicht, sondern verwerflich, hin und wieder ein paar Einrichtungsideen. Ach, gehen wir weiter. Netlakskar Iper. An der Treppe rechts halten. Nein, ist auch, wenn ich es auf dem Kopf lese, auf dem Kopf. Hier gibt's kein rechts. Offen! Lassen Sie das Buch, sondern das Pultbuch. Kein scheint sogar zum Lesen ausreichend. Dieses kleines Lesepult. Hallo? Ah, jetzt. Ja, natürlich möchte ich es lesen. Ich habe es nicht mitgenommen, nichts. Das Buch der Knochen. Buch, verstimmt mir das unheimlich aus. Scheint alles Sakraltext zu sein. Offenbar behandelt er alte, müdende Masern. Aha! Mit Bildern! Buch der Knochen, Donner war und peitschender Wind, als die Heere aufeinander prallten. Wahrlich, stolz ungestüm flatterten die Banner der Unzrigen. Mit scharfen Klingen schnitten wir die Reihen der Echsen. Beine, Schuppen, Hälse durchtrennten wir zu tausend an diesem siegreichen Tag. Da gewahrte Heptumech, Großmeister des Ordens der Rodenwürger, die gewaltigen Skret. Mächtig prallten die beiden Streiter aufeinander. Schließlich stieß Heptumech, der riesenhaften Schlange, den Dreizack in den schwarzen Schlund. Mit feines Blut überzogen, kündigte er den Sieg. Gebeugten Hauptes nahmen die einst stolzen Echsen ihr Los, Sklaven zu sein für die unbestrittenen Herren des gesamten Mars. So geschehen und geschrieben im zweiten Umlauf der vierten Phase. Antakech, Diener der Bruderschaft der acht Arme. Angehörige Lektüre, Buch, was dir gefallen? Alten Sagen haften oft ein wahrer Kern an. Vielleicht gab es ihn wirklich. Einen gewaltigen Kampf um die Herrschaft des Mars. Und dann wäre das hier? Eine Triumphhalle, gebaut aus den bleichen Gebeinen. Was soll der Dreck? Okay, ich bin wieder aus dem Spiel rausgeflogen, warum immer. Zum Fall, ich baue es gleich wieder, blablabla. Gibt's da noch was zu lesen? Nein, es ist nochmal derselbe Text. Vielleicht gab's ja noch was. Hey, sie blättert immer nur vor, aber nie zurück. Es ist ein endloses Buch. Die unendliche Geschichte. Ach ja, ich breche mal kurz ab die Aufnahme. Technisch zu schauen, ob noch alles mit der Aufnahme stimmt. Aber sollte normal theoretisch vielleicht. So, sollte normal theoretisch alles aufgenommen sein.
Extra die Katzen da oben aus. Was ist das? Glitzerschein funkelt. Ist das etwa? Wir kennen es. Wir erhalten hier ein alter, seltenes Artefakt. Das ist das Schwarz. Ich kenne es. Wir halten hier ein seltenes bestialisches Artefakt in den Händen, meine Freunde. Es wird Brückenkristall genannt. Ja, ja, Brückendings! Wir können von Glück sagen, einen Experten des Ranges bei uns zu haben. Ah, schön. Ich hasse Maul. Das auch? Das war ein Biest. Brrr, eine scheuliche Art von Schubladen. Hopp, hopp, das Buchen soll uns der Pult, Lesepult, Pulte. Sätze. Ja, ja, bla, bla. Buch. Natürlich möchte ich in dem Buch lesen. Das Buch des Stahls. Sehen Sie nur, meine Herren. Diese Seiten sind aus Metall. Sie könnten durchaus etwas Öl vertragen. Den Rest sind sie kaum noch umzublättern. Den Rost, den Rest. Des Stahls. Unsere mächtigen Fangarme gruben sich tief ins Gebein des Bodens und entrissen ihm, was es so eifersüchtig verbarg. Eisen. Weder die Echsen noch die schwächlichen Äffchen hatten dieses Geheimnis erkannt. Nur wir, die vielarmigen Meister, besaßen es nun. So begann es. So war der erste Schritt unseres Aufstiegs getan. So klommen wir den Gipfel, so herrschen wir. Ausgezeichnet zur vierten Wiederkehr des Himmels des Bürgers im zweiten Durchgang. Frankrach war der Loge der Formlosen. Willst du Gewimmer? Aber kein Wort verstanden? Der Kern der Geschichte scheint mir zu einer zu bekannten Wendung zu liegen. Vorteil Technologie durch Technologie. Wie mein? Wie könnte es sein? Anfangs lebt mehrere Spezies nebeneinander, bis eines Tages die technologisch entwickelte Gesellschaft mit ihrer technischen Macht Gebrauch machte und sich die wilden Völker unterwarf. Mir scheint dieses Gemäuer ist Kulturzentrum und Archiv zugleich. Äußerst interessant. Finden Sie das auch hier auch, Leutnant? Fein, fein. Sehen Sie ja doch ein Interesse für Fragen höherer Wissenschaft. Und dieses kleine Lesepult. Auch immer er das jetzt gesagt hat. Halt, Moment, Moment, Moment. Und da? Och Mann. Da ist super geheim ein Durchgang, den nicht mal der Entwickler kennt, gefunden. An der Treppe rechts halten. Soll das bloß der Hinweis darauf sein, oder? Keine Ahnung. Links gibt's nicht, also würde ich mal sagen. Vielleicht hat jemand den Durchgang nicht gefunden. Könnte mal speichern, bevor wir da runtergehen. Und runter. Noch weiter runter. Ja. Soll ich nicht mal anschauen, ansprechen, anreden? Sprich mit mir! Leuchtende Kugel. Oder eben nicht. Gehe ich weiter. Würde ich sagen. So, setzen wir den Brückenkristall ein. Prächtig. Er passt haargenau. Da nichts über diesen Abgrund gesetzt. Wie geht? Machen Sie das weg, meine Herren. Plattenkäfer. Flammlinie ist immer gut. Also, was haben wir denn da? Leck mich. Schläge, Klingenwaffen prallen von Platten ab. Kälte und Erde, dritte Schusswaffen. Sagen, wir machen das einfach mal so. Und hier machen wir dann. Oh. Da haben doch keine Damen. Schon deutlich effizienter. So, so. Dann ist nicht mehr K.O. Hafelkäfer, du. Das ist leicht ungünstig, wie die Heilerin, die ich nicht mehr angreifen kann. Nicht mal an, nichts mehr tun kann, meine ich. Ja, ja. Was ist denn das?
geht alles K.O. Das ist nicht so gut. Gar nicht gut. Kinderspiel. Es gab auch nie ein winziges Schulterdame gelernt. Sekundenlang Zweifel, dass ich gewinnen will. Wenn wir meine Kenntnisse im messianischen Atlanten nicht trügen, liegt Kantinia, südbonische Ebene vor uns. Oder so. Holy Finn, dort ein Weg, die halbe Seele anzutreten. Hause, versucht man zu Hause gibt. Ha! Alle Erde! Alle die Erden! Für einen. Alle die Erden? Die Erde, oder? Für einen weiteren Planeten! Der nicht so leicht unzukriegen ist! Wir versuchen, nächstes aufzuheitern! Achtung! Ein Witz! Wie geht er denn? Ein Pferd? Ein Arzt? Nein! Nee! Ein Hund! Mit Sicherheit ein Köder kommt drin vor! Ha! Also! Geht der Hund zum Postamt! Und, Ach, Magwitz! Wir verstehen es, mich von der Fürchterlichkeit dieser Welt abzulenken! Zeit ist, wenn sie selbst etwas viel Sensitives tun! Bitte erzählen sie nie wieder einen Witz! Jetzt gehen wir natürlich ungeheilt einfach rüber, wir sind nämlich knallhart! Oh, Moment, ich hab da noch was vergessen! Ein riesiger versteinender Knochenleib einer schlangenartigen Kreatur. Lauf lieber diese Art, so ausgeschaut, wie sie aussieht. Ja, Hammer! Ja, mal schade! Geh mal voll auf die Jagd auf ab! Nehm einfach so mit. Versteinender der Kopf eines riesigen Reptils. Versteinender ein Mittelstück eines riesigen Reptils. Schatz eines riesigen Reptils. Na, wenigstens ist es unerschön. Krater. Fels. Interessante Felsformation! Wie fast, wir haben ein riesiges Gesicht. Aber, machen Sie mir doch nicht aus jedem Tafelwerk gleich ein Mysterium. Schattenspiele und Wirrungsfurchen haben Ihre Augen wohl einen Streich gespielt. Sie nutzen wie ein Gesicht aus! Na, ich weiß nicht. Vielleicht mit einem Weg von der Sie. Das Gucken habe ich besonders fröhlich, finde ich. Einen Moment, Nächste! Nehmen Sie sagen, umgehen in die Hand! Was schauen Sie denn da mit Ihnen selber herum? Augenblick! Augenblick! Bin gleich soweit! So Leute, man macht da irgendwas zusätzlich, musste hin, irgendwelche zu... Ach! Och, wie die von ihr, Leutnant. Das hat extra für mich gemacht. Naja. Danke für ein tolles Lächeln. Ganze Berge ab. Zeig der ganze Planeten. Hey, drück schneller, als du lesen kannst. Wir haben da wirklich eine ganz reizende Idee gehabt, mein lieber Leutnant. Sieht aus. Oh, da gehen wir lieber noch nicht. Oben ist doch Eis, warum bauen sie nicht da nicht das Wasser ab? Ich glaube, das wird später im Spiel erklärt. Sehen Sie nur, meine Herren, hier führt eine metallene Treppe hinab. Wirklich? Dann tut er mit! Ein Kaderexperte, wie? Kommen Sie nicht weiter, jetzt schon einen Schnappstecher machen wollen, dann wäre eins nicht wenigstens. Knorriger Busch wächst nahe am Licht des Eingangs. Kristalle! Dazu ganz außergewöhnlich reine Exemplare. Sehen Sie nur, wie exakt sie das Licht bricht. Ja. Das sind wahrscheinlich überall Kristalle. Oho, ich bin dabei. Meine Berechnungen stimmen danach. Es gibt vulkanische Aktivitäten in diesem Himmelskörper. Was gab's denn hier nochmal? Sehen Sie nur, wie auffallend regelmäßig Kristalle emporwachsen. Ein guter Zeitpunkt festzustellen, dass meine Energie. Aber das können wir ganz leicht beheben. Und dann können wir Schluss machen. Ja. Ich gehe jetzt nämlich erst wegen ins Bett, glaube ich. Bemüht und so. Ja. Aber wir sind wieder ein schönes Stück weitergekommen. Haben den Mars schon ein wenig nach unserem Belieben geformt. Sage ich jetzt einfach mal. Welche tolle Anspielung. Ja. Ich lasse es lieber. Wayne, das war die Leistungs-All für dieses Mal. Ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.